Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sam Days to Die mit eurem Striker. Es ist Tag 45. Ich habe ordentlich Material rangeschafft. Das ist hier ordentlich am Arbeiten. Ne? Hier ordentlich am Schießpulver machen. Ich habe Sprit geholt. Auch da ist ordentlich was zu gange. Hier oben haben wir noch ein bisschen Ölschiefer drin. Nitratkohle habe ich auch jede Menge geholt. Ich habe Eisen geholt. Zwar nicht hier drin, weil das ist auch schon so ordentlich am Einschmelzen. Wir haben Darts gemacht. Wir haben Stahl gemacht. Könnten auch gleich wieder noch ein bisschen Stahl nachdrücken, aber hier machen wir jetzt erstmal nur 500 und auch hier können wir auch erstmal nur 500 machen. Ne? So, wir müssten auch dann wieder Lehm einschmelzen. Lehm haben wir auch ein bisschen was da und zwar habe ich auch die Schatzkarten abgearbeitet, ne? Die gingen mir da hinten so langsam auf den sicher hier hinten auf den Sack hier hinten drin, ne? Das ist das, was ich woher ist das? Weiß ich jetzt gerade gar nicht, weil eigentlich habe ich alles soweit aufgehoben. Deswegen verstehe ich das jetzt gerade nicht. Okay, so, hier sind wir wieder am Betonmischen. Da noch 1700. Hier nochmals Essen. Hatte ich Essen angeschmissen? Ja, auch Essen hatte ich angeschmissen. Muss ja wieder ein bisschen vorsichtig sein, weil ich würde ganz gerne so ein bisschen was mitnehmen, wenn wir rübergehen. Ich glaube, Trinken hatte ich auch angeschmissen. Nein, Trinken hatte ich nicht angeschmissen. Oder hatte ich doch roten Tee angeschmissen? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Dann folgendes noch, hier ist Munition am Durchlaufen, genau, den guten Freund, den werden wir noch einweihen, ne? So, Stahlrüster, die werden wir gleich anlegen, weil wir ja festgestellt haben, dass die dann doch ein bisschen besser ist, ne? Wenn wir das mal vergleichen, ja, wir ziehen das mal ganz kurz aus, nein, das behalten wir an, die Kollegen, und das behalten wir auch an. So, wir kriegen, glaube ich, gerade gleich ein bisschen Besuch. So, und zwar Helm. Rüstungswert 13,7. 15,3. Geräuscherhöhung 20%. Gut, Geräuscherhöhung 2%. Aber das kann uns eigentlich, hoffentlich, eigentlich egal sein. Ich würde dann, ehrlich gesagt, viel lieber die Rüstung gehen. Nee. Das wollte ich nicht. Ich glaube, wir haben hier draußen keine Wanderhorde. Wir haben wieder 15 Fertigkeitenpunkte zu verteilen. So, okay. Fight for your right. Nackig. Ach ja, was für ein Auftakt. Ne? Ach, wo ist sie denn? Du hast mich doch noch gar nicht gesehen. Warum hast du geschrien? Es wird gleich Abend. Ich wollte eigentlich mit euch einfach mal so ein Gebäude machen gehen. Ohne Quest und ohne alles. Aber wir müssen unsere Quest noch abholen. Ne? Wird zwar oben jetzt gerade nicht mehr angezeigt. Aber wir müssen unsere Quest noch abholen. So. Weiter geht's. Jetzt haben wir wieder hier. So, ne? Ja, das erkläre ich euch gleich. Hier rein erstmal. Das ist das, was ich jetzt so alles gefarmt habe beim Farmen. Wenn ich irgendwelchen Besuch bekommen habe, dann ist das das, was das übergeblieben ist. Ne? Hier 27 mal Silberbarren. Machen wir gleich. Eins nach dem anderen. So, Helm können wir anlegen.
Dann Stiefel verändern. Raus, 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 raus. Verändern. Rein, rein, rein. Rein. Anlegen. Brust verändern. Raus, 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 raus. Brust verändern. Rein, 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 rein. Anlegen. Handschuh verändern. Raus, raus, raus. Da verändern. Rein, rein, rein. Anlegen. Und dann haben wir heute zusammen noch das, ne? Verändern. Raus, raus. Verändern. Rein, rein, rein. So, und anlegen. Okay, das war die Stahlgeschichte. Rüstung. Zack, 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 zack. Das da rein, das mal ganz kurz einmal aussortiert. Dann schmeißen wir den Kaffee jetzt einmal ganz kurz da rein. So, okay, ganz wichtig. Davon können wir halt die Dings bauen. Das wird natürlich aufbehalten. Das werden wir jetzt gleich lesen. Alles andere könnt ihr euch hier angucken. Das werde ich dann demnächst halt einfach wieder wegpacken. Das ist das, was ich beim Händler gekauft habe. Die wollte ich haben. Die Zeitschriften, na gut, hier waren jetzt, glaube ich, keine Ahnung wie viel. Das habe ich einfach gekauft, um das zu vergleichen. Explosionsschaden 331, Blockschaden nur 10. Was halt sehr gut ist, ne? Das ist ein Aufschlagzünder. Ich denke mal, wenn wir den werfen, explodiert der. Und der hat einen Zeitzünder von 3 Sekunden. Ansonsten ist der Schaden halt genauso. Ne? Daraufhin habe ich halt unten halt auch noch gleich ein bisschen was gebastelt. So, woher hatte ich das? Das war die Schatzkistentour. Das ist alles, was ich aus den Schatzkisten rausgeholt habe. Eine 6er AK hier, 56 davon, sehr, sehr geil. Das heißt, über Ding Solarzellen brauchen wir uns ja keine Gedanken mehr machen. Und das ist das, was ich aus den Airdrop. Da war ich in der Nähe, da habe ich den halt gleich geholt. Ne? Hier könnten wir zwei Traktschrauber bauen. Kohle wieder, das ist sehr schön. Dann werden wir das, 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 das und das gleich lesen. Ach, guck mal, Holz habe ich gar nicht gesehen. Geil. Ja, das ist geil, da freue ich mich drüber. Darüber freue ich mich natürlich auch. Da gibt es gleich auch noch was. So, dann lesen wir das ganz kurz mal. Ja. Das Dämmerungsdieb. Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die Nachteule sieht alles. Erhält die Nacht 5% mehr EP durch Kills. Okay, das ist sehr schön. Feuerwehrhelme. Erleidet 5% weniger Schaden, wenn ich die trage. Okay, das ist mir relativ wumpe. Schnelle Hände, alleine fortgeschrittene Nachlademethode und Ladegewehre 10% schneller. Okay. Nächste Abteilung fertig. Sperre, Bögen. Also eine Armbrust freigeschaltet. Okay. Gewehre. Oh, brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viel. Dann sind wir da auch durch. 6 Stück noch. Ja, sehr geil. So, okay, weiter geht's. Hier in den Pack. Da, ne, habe ich für unsere na, wir hatten ja darüber gesprochen, dass ich für diese befallenen und größeren Aufgaben bessere Muni herstellen wollte, ne? So, das haben wir jetzt halt auch dementsprechend gemacht. So, hier wollte ich noch mal gucken. Blockschaden, Rohrbombe, Blockschaden 5, Explosion, Zündzeit 4 Sekunden. Auch die kann man halt dafür benutzen, ne? So, das wollte ich halt gucken. Okay, euch muss ich das nächste Mal leer machen, ist nicht das Problem. Aber wir gehen jetzt los. Wir holen uns jetzt einfach irgendeinen ich habe noch viel mehr Mollys, oder? Munition. Ja. Davon haben wir auch welches. Davon haben wir jetzt mittlerweile auch welches.
Die könnten wir auch also rausrotzen. Ja, für die nächste Aktion sollten wir auf jeden Fall noch Munition haben. Den packen wir auch mal weg. Die habe ich jetzt einfach nur gebaut, obwohl wir einen noch haben. So. Das ist halt überall am Arbeiten. Wir, ne, stopp. Nein, dahin. Ich vergesse immer, dass das 5000, glaube ich, sind, ne? So, den Tragschrauber hatte ich schon weggepackt. So, damit wir uns den jetzt halt auch nur einmal erstmal ganz kurz angucken können, ne? Vom Sehen her. Wir kriegen hier schon wieder Besuch. Wo ist denn das blöde Stück? Da. Ach schön, die Schreierin. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Das soll es gewesen sein. So, das ist er. Fliegen werden wir mit denen aber erst dann, wenn wir dann halt unsere nächste Tour. Nur 2700 Sprit? Oha. Von der Drohne, ich wollte gerade sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Ich dachte gerade, das Flugzeug ist hier gerade hingestellt. So. Wir fahren jetzt auch nicht so weit. Ich würde sagen, dann fahren wir jetzt ganz einfach mal mit unserem Auto los. Ich möchte mit euch jetzt endlich, ich weiß jetzt bloß gar nicht mehr, da ist der Turm. Ob es das Gebäude hier war oder das Gebäude. Ich glaube, es war aber das Gebäude. Das werden wir jetzt gleich herausfinden nochmal. In unserem Auto wirklich hier waren wir auch schon lange nicht mehr unterwegs, ne? Also so gut wie gar nicht. Fast heile. So, weil wir haben immer noch keine Möglichkeiten, habe ich euch dabei, ja. So, Mais, Supermais herzustellen. Ne? Das Rezept haben wir auch noch gar nicht. So, und jetzt gucken wir uns einfach mal dieses Gebäude hier an. Ranger Station. Das ist eine Dreier, okay. Also, warum kommen wir hier nicht rein? Ist egal, wir gucken uns das jetzt trotzdem an. Verschlossen. Dann denke ich mal, wird es hier rüber reingehen, oder? Ich habe einen Knüppel gar nicht drin. Aber wie gesagt, ich habe die Tage genug gebuddelt, jetzt brauche ich einfach mal so ein bisschen was Entspannendes. Was zum Spielen. Und vielleicht ein bisschen Schokolade. So, Plastik sollten wir jetzt auch einfach nicht mehr liegen zu lassen. Weil das brauchen wir für die bessere Shotting Honey. So, aber wir müssen erstmal hier oben gucken. Ja, ich hab Knattern hören. Ich glaube, die Dinger brauchen wir weiß Gott nicht mehr liegen. Die hier ja, wegen Plastik und Papier, gar keine Frage. Den hätten wir jetzt beinahe gesehen. Aber
Ich glaube, die anderen Dinger hier. Sowas hier, das brauchen wir glaube ich nicht mehr. Da gehe ich lieber los. Und fahre mit einer halben Stunde. Aber dass das nur ein Dreier ist, wusste ich nicht. Dann wären wir doch schon hier gewesen. Meister, wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein, Mäuse. Da gehe ich bei so einem Gebäude ganz stark von aus. Ganz stark gehe ich davon aus, Masjung. Rostige Mülltonne, das Gefahr nehmen wir natürlich mit. Hier gucken wir natürlich auch rein. Holzpalette da oben gucken wir nicht rein, das brauchen wir nicht. Die ist verschlossen, verschlossen, okay. Ah. Okay, wir zucken mal eben die. Sehe da nämlich gerade die Hundehütte, ne? Das heißt, hier werden gleich garantiert irgendwo ein paar Hunde auftauchen. Ja, das drei kann doch wieder richtig hier rechnen. Also das ist eigentlich immer ein Indikator dafür, dass irgendwo gleich Hunde auftauchen, ne? Das ist schon fast. Verschlossen, okay. Verschlossen, dann denke ich mal, kommen wir garantiert irgendwie hier rüber. Da rein. Ja, muss ich sagen, oder? Da gelassen, ey. Okay, das ist kaputt, Plastik. Nein. Wenn ihr das sagt, dann ist das so. Guten Morgen. Ich sehe gerade die Spitzhacke fast gut durchgerotzt, ne? Bisschen Muni, ein kleines Messerchen, ein Trichet, Knüppelras. Kriegst du erstmal ein, du kriegst erstmal ein zur Begrüßung. Stahlbauteile. Guck mal hier, geht gut. Bald übersehen, ne? Ja, es ist fast abends. Ach, wir müssen gleich auf dem Rückweg, ne? Rückweg fahren wir dann zum Händler vorbei. Die Quest abgeben. So. Ankommende Feinde. Bereite dich auf Kommen. Nächster Teil. Ein Quarala. So, 6 Axt. Immerhin. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich mir eben gerade irgendwie so ein bisschen geahnt. Dass hier da irgendwie der ein oder andere gerade versteckt ist. Ja, aber dennoch habe ich nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
bin immer noch so ein bisschen auf der Suche nach den verkackten Samen, Leute. Okay, wenn wir bestimmt vorhin aufgemacht haben mit dem Schlüssel oder so, ne? Machen wir das so. Das heißt, hier funktioniert anscheinend auch eine Nachtquest, ne? Aber hier oben wird gleich ein bisschen was kommen, ne? Meine Hauptwaffen sind nachgeladen. Wollen wir jetzt nicht looten? Gibt da bestimmt ab. Da kommt gleich ganz jede Menge Scheiße von oben. Wie recht er noch hatte. Weiß nicht warum, aber das habe ich ihm gerade vermutet, ne? Ah, jo. Ist ja nicht so, dass das Set natürlich auch nicht ein bisschen kennen, ne? Wir sind ja jetzt hier nicht komplett blöd reingegangen, ne? So, Tisch weg. Lampe weg. PC weg. Falls hier irgendjemand zugucken sollte, der die Samen schon gefunden hat, Leute, gibt mir doch mal einen kleinen Tipp, wo. Ich weiß, es ist random. Random, ne? Aber vielleicht ab welchem Levelgebäude vielleicht, ne? Deine Schatzkarte. Wartet mal. Das können wir wegmachen. Das können wir zerlegen, das können wir lesen, das können wir zerlegen und das zerlegen, das zerlegen. So. Jo, vier Stück noch, ne? Dann sind wir damit durch. Dann können wir uns für die nächsten Runden noch mal so ein Gewehr machen, das passt. Ja, okay, kommt. Gehen wir zum Händler. Und geben unsere Quest noch ab und ja, alles klar. Ja, aber wir müssen noch was essen. Das kriegen sie gerade. So ein bisschen Eisen, ne? Okay, ein Versuch war es wert, ne? Leider hat es nicht wirklich geklappt. Aber das kann man ja nicht ahnen. Hätte ich echt gedacht, dass das so ein naja, Vierer-, Fünfer-Gebäude ist, ne? Nimm den, komm, wir machen einmal ganz kurz unsere Taschen voll. Dann mal gucken, was wir machen. So, wie gesagt, ne? Das ist das, was wir auf dem Dings haben. Das ist das, was ich alles gesammelt habe während der Schatzkiste. Und das Ding hier ist leer. Ich weiß zwar jetzt auch nicht, warum ich das wieder getrennt mache. Weil ihr habt es ja jetzt gesehen, was wir da alles so gesammelt haben.
Okay, jetzt muss ich das halt ein bisschen vermischen. Das ist aber jetzt egal, ne? Ihr habt ja gesehen. Beim Aufräumen ist das dann eh wieder alles ein bisschen hinfällig. So, und ich finde keine absolute gelbe Farbe nicht. Ne? Einfach keine gelbe Farbe, damit ich meine Fahrzeuge so färben kann, wie ich es möchte. Also hier muss eigentlich nur eine Farbenmod rein, ne? Eine Farbenmod, damit ich das so machen kann, wie ich das möchte. So, jetzt holen wir uns einfach noch eine kleine Quest, glaube ich. Hey! Vielleicht eine Vierer befallene. Oder zur Not jetzt auch einfach nicht auch eine Dreier befallene. Hauptsache die Quest ist jetzt hier irgendwo in der Nähe, ne? So, hier gucken wir natürlich rein. Dann einen Schluck Kaffee für den Striker. Ach ja. Natürlich nichts Besonderes drin. Aber ist egal. Bauen wir ab, damit wir schneller wieder respawnen. Ne? Diese Dinger hier, die ich weiß auch nicht mehr. Die wollen einfach nicht wieder neu werden, ne? Und hier hast du halt gleich wieder der Brüller, ne? You must think you're pretty hot shit. Eine Drohne, 6er Erdbohrer, dann nehmen wir den 6er Erdbohrer und ja komm, die 6er Drohne, ne? Alles andere haben wir. So, irgendwelche Aufgaben für uns. Ja, das machen wir später nochmal. Dafür werde ich mir ein bisschen vorbereiten. Vorige Stufe 5er Befallene, das machen wir jetzt auch nicht. Dafür reicht unsere Zeit nicht. Eine 4er Befallene. Eine 4er Befallene machen wir jetzt ganz einfach. Und für morgen holen wir uns einfach eine normale 5er, oder? Wollen wir morgen nochmal eine normale 5er machen? Oh, hier, unser altes Zuhause. Ja, geil. Das hat befallen, denn dann. Okay. Briefkasten nicht vergessen reinzugucken, ne? Da waren es nochmal 3. Die Autos bauen wir natürlich ganz kurz ab. Das gibt natürlich wieder schöne Ressourcen. Jetzt wollte ich da gerade drauf drücken. Hallo Mo. Na Mo. Okay. Dann. Dadum. Reparaturkits, ne? Haben oder nicht haben. Hier ein paar Motoren. Sperre, wie weit sind wir damit? War auch nicht mehr viel. Nochmal Reparaturkits. So, du hast Bock, hab ich gehört. Komm her, komm. Muss nicht niederknien. Ich hau dir auch so weg auf den Schädel. Plastik. Eisen. Okay. Jetzt aber eigentlich auch. Ist auch ein bisschen makaber, ne? Alter, so ein großer Haufen da, ey, und dann kommst du da ein Bierchen bei raus. Komm.
Schaden macht jetzt auch nicht das Feuer, ne? Aber es tickt halt, ne? So. Das war so auch so klein, ne? Wundert mich eigentlich jetzt gerade, dass keiner hier angestanden kommt bei dem Krach. Kleber. Wenn die so schnell abgebaut sind, ne? Dann nehmen wir natürlich mit die elektrischen, mechanischen Teile. Ja, gut, die tauschen noch, aber auch das tut gut weh. Du Eisenbahn jede Menge. Du auch? Okay. Die geben also jede Menge Eisenbahn. Unser erstes Zuhause hier, ne? Würde ich aber auch nie wieder machen, Leute. Da bin ich jetzt ganz offen und ehrlich, nie wieder. Hab ich mich nicht wohl gefühlt. Erstens zu groß. Und zu verwinkelt, verzwinkelt. Ne? Also so von der Haltbarkeit unten herum. Ja, ist okay, aber. So vom Dings her hat das nicht wirklich viel Sinn gemacht. Ne? Zwei noch. Da ist eine Sporttasche, nehmen wir die eine mit. Lampe, ja, so. Machen wir mal ein bisschen dunkel hier. So, mehr als lange der Hund angehalten. So viel Zeit haben wir ja jetzt auch nicht. Die Aufnahme soll ja dann auch irgendwann beendet werden, ne? Ja, muss geschützt sein, ne? Ja, da geht die Rambazamba kommt noch, wir kennen ja das Gebäude, ne? Zumindest wie es aufgebaut ist. Okay, dann machen wir jetzt mal hier. Ein bisschen schneller, ne? Kennen wir gar nichts, haben wir keine Probleme mit. Machen wir ganz einfach so, dann haben wir keinen Stress. Wenn ich ganz offen ehrlich bin, früher hätte ich mich darüber tierisch gefreut. Aber mittlerweile wissen wir ja. Es kommt halt drauf an, ne? Dadurch, dass man halt am. Also, wir haben jetzt halt keine Einschränkungen durch die Buffen, das alles aber. Da haben wir das nicht gelootet? Nein, der da fehlt noch. Stopp, irgendwo. Genau, der da, ne? Hier sind noch einmal Zeitschriften. Einmal Medikamente. Dies nachgeladen, dies nachgeladen. Wir wissen nämlich. Wusste ich's doch. Irgendwas war mir da jetzt eben gerade. Also ich habe jetzt eben gerade habe ich eigentlich an die gedacht, die da im Pool liegen, ne? Und dann kamen wir doch so, Moment mal. Ich glaube, hier waren doch Hunde, so nach dem Motto. Und recht hat er gehabt.
Oh nein. Hopp. Leichen nehmen wir mit. Zur Not ist das Schelmsuppe, ne? So. Und dann geht das, soweit ich weiß. Gebäude, ne? Also kein Stress oder so, aber wir müssen halt hier hoch, ne? Vorerst. So. Verschlossen, genau. Guck mal, Lady. My Lady, du kannst auch liegen bleiben von mir aus. Dich bauen wir ab. Dann geht es eigentlich hier rein, ne? Genau. So, Bett nehmen wir mit. Ja, das wollte er gar nicht kommen, ne? Der Brett war er da. Machen wir auf und jetzt erzählt der Striker einen Schluck Kaffee. Und da hier repetieren wir, machen wir weg. Das machen wir weg, das machen wir weg, das machen wir weg. Das kommt weg. Verschlissene Stiefel kommen weg. Hiervon kann ich mich immer nicht trennen, warum auch immer. Und gucken wir mal weiter. Ne? Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt 10.000 Dukes hier haben. Haben wir jetzt eben gerade vorhin für die Quest 10.000 Dukes bekommen, Leute? Mach ich jetzt mal einfach weg, ne? Ey, wir haben doch nicht dafür 10.000 Dukes bekommen. Alter Falter, dann ist das aber sehr lukrativ. Eins noch, dann sind wir durch. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das hier kriegen, ist sehr hoch, ne? Da ist es. Scharfschützengewehr freigeschaltet. Stufe 5. Sehr schön. Für die nächste Hordennacht, ne? Kommt das dann auf jeden Fall. Dann können wir da hinten mal so ein bisschen in die Headies reinschießen. Na schön. 7 mm schön aufgemotzt, die Knarre, dann ist gut. Ich hab vergessen nachzuladen. Kommt selten vor, aber es kommt vor, ne? Aber es kommt vor. So, Moment, da waren wir drin, da waren wir drin. Okay, normalerweise würde es da hochgehen. Okay, gut. Mit den Zeilen, das ist nicht so genial. So absolut genial. So. Laut Lichtfolgen geht es hier lang, ne? Genau. Ja, und dann so weit, Leute, genau. Machen wir. War der Billardtisch, ne? Gerade ein bisschen Panik gekriegt, dass wir den Luke kaputt gemacht haben. Ich überlege gerade, brauchen wir hier für Augenschmaus mehr, ne? Das glaube ich jetzt nämlich auch nicht, ne? Aber wir schmeißen Raum.
Da sind gerade irgendwo aus Versehen Federn aufgenommen. Eine Stahlspitzhacke, dafür kriege ich Stahlwerkzeug. Stahlwerkzeugteile, dann wirst du auseinandernehmen. Da ist noch die Feder, okay. So. Poppenpilz. Einmal Honig. Dafür schmeiße ich doch glatt das hier weg. Ich habe jetzt keine Lust mehr runterzulaufen. Ne? Mache ich jetzt auch nicht. Dann lese ich das da. Dann nehme ich das auseinander. So. Da einmal reingeguckt. Bögen. Das nehmen wir auf. Dann schmeiße ich raus Lehm. Dann schmeiße ich raus Kohle. Das haben wir hier. Schockstabteile. Dann nehmen wir den. Das haben wir alles reingekriegt. Dann gibt es hier einen drauf. Das ist mir jetzt zu wenig. So, dann machen wir den auf. Und ey, ich hab einmal Dietrich haben wir gebaut, ne? Alles andere ist vom Loot, ne? Hallo? Zieh dich nicht so, Alter. Geht doch. So. Können wir mitnehmen und das nehmen wir natürlich auch mit. Das lassen wir nicht. Ne? Ich glaube, Sandwiches haben wir zu Hause noch. Ne, nee, stopp. Hier, komm. Sand, Stein weg. Was? Abmarsch. Dadurch, dass wir uns auskennen. Zack. Zack. Gerade sagen, was läuft denn da unten noch? Zack. Zack. Zurück zum Händler, ne? Fahren wir noch schnell zum Händler. Geben wir die Quest ab. Suchen unsere normale Fünfer aus. Die wir dann zusammen morgen beginnen. Dann würde ich nach Hause fahren, würde mich soweit vorbereiten. Und dann würden wir uns morgen an der Quest sehen. Mal gucken, ob wir eine normale 5er bekommen. Ansonsten wird es eine 5er befallen. So, im Auto haben wir ja nichts drin. Stopp. Müssen wir das ins Auto reinmachen, weil wir kriegen ja zwei Belohnungen. Das da kurz rein. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile zu Hause zwei Sechserkronen dann noch. So, ja. Ne, komm, dann gib mir die Sachen hier, die geben nicht ins Geld. Oh. Hä? Hä? Dann muss ich jetzt ganz kurz erstmal was rausschmeißen. Also dann nehmen wir jetzt die eine Kartoffel. Dann nehmen wir automatische Geschützpumpe. Ah, wirklich hier zwei Sachen. Finde ich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Irgendwelche besonderen Aufgaben für uns. Wir hätten gerne eine vorige. Beseitige Zombies. 3 Kilometer. Hagashi Residenz. Die möchte ich jetzt nicht. Hagashi. Alright, suit yourself. 7 Kilometer Rückmarder. What's the matter? Can you do something for me? Yeah, whatever. And I'll get you a job. Nevis game correction. Good deal. Good deal. Genau, so eine normale Fünfer, ne? Baba. Ja.
Kommt her, wir machen das gerade ganz kurz und schmeißen los. Denn 1, 2, 3, ja, wir machen hier oben die erste Reihe mal ganz kurz so ein bisschen raus und frei. Dann gucken wir hier ganz kurz rein. Oh ja, das lohnt sich. Das ist doch nice. Und hier gucken wir auch ganz kurz rein. Wieder zwei Maschinenbeschütztürme. Aber die Stahlrüstung ist schon mal top, ne? Tippitoppi. Okay, ich fahre nach Hause und wir sehen uns morgen bei der Quest wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr die Folge anschaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao, euer Striker.